Trocken. Trocken. Basmati Reis kalt. Schmeckt nicht. Aber egal. Guten Morgen, Günaydın, dzień dobry. Es ist mal wieder Zeit, meine Freunde. Es ist mal wieder Zeit. Challenge. Sascha Huber. 1000 Klimmzug. Das ganze Video, Alter, geht 23 Minuten. Gut, war kein Bock. Hey, mein lieber Sascha, wie ich dich kenne, trainierst du auch bei winterlicher Eiseskälte schon wieder oben. Kai Pflaume, Alter, grüß dich, Junge. Körperfrei draußen. Und ich wollte dich doch im neuen Jahr nochmal daran erinnern, dass ich dich zu meiner Wie viel Klimmzüge schafft man in einer Stunde Challenge nominiert hatte. Eines kann ich dir versprechen, deine Hände werden bluten. Also viel Spaß bei der völligen Eskalation. Hau rein. Okay, alles klar. Kurz vorweg, ich habe tatsächlich damals die 1000 Liegestütz-Challenge mit Kollegen auf der Nachtschicht gemacht. Um 4 Uhr morgens haben wir die damals versucht. Und ich habe an dem Tag Brust trainiert, ist jetzt keine Ausrede. Ich habe sie nicht geschafft. Ich habe, glaube ich, bei 960 oder 970 um 4 Uhr morgens auf der Nachtschicht im Blaumann hatte ich keinen Bock mehr. Es ging nichts mehr. Meine Brust war voll. Also 1000 Liegestütz-Challenge hat er geschafft. Glaube ich doch, ne? Ich habe es nicht gepackt. Und Klimmzüge würde ich niemals schaffen. Ich bin, was Klimmzüge angeht, bin ich schwach. Also die 100, ich habe über 100 am Stück gezogen. Bam, bam, bam. Hier Push-Ups. Ja, doch Push-Ups, ne, auf Englisch. Hier Liegestütze, aber Klimmzüge, no way, auf gar keinen Fall. Wow, ja, erstmal ganz liebe Grüße zurück und vielen Dank für die netten Worte. Hä, ist das Ding überhaupt angesteckt? Aber ich glaube, es funktioniert, oder? Man hört mich. Der hat auf jeden Fall so eine richtig coole Synchronsprecherstimme mit einem kleinen bayerischen Akzent, Dialekt, würde ich mal sagen. Aber auf jeden Fall ist er richtig cool am Start. Wir können auf jeden Fall auch jetzt hier ein bisschen synchronisieren, ein paar Filme, aber es geht auch nichts mehr. 150! Holy moly, sogar Kai hat 150 Klimmzüge rausgeschallert. Ja, Respekt hier an dieser... Sascha, falls du das siehst und wirklich so redest, tut mir leid, mein Lieber, war kein Front. Ist auf jeden Fall sehr energisch und geile Synchronsprecherstimme. Lassen wir es jetzt also richtig eskalieren, Freunde. Und setzen wir die 1000 Liegestütz-Challenge fort. Also 1000, vor allem wenn es saubere sein sollen, werden definitiv unschaffbar sein. Aber Freunde, wir setzen die Messlatte... Also er sagt schon selbst, es ist nicht schaffbar. ...Latte hoch, denn ich werde für jeden geschafften Klimmzug einen Euro spenden. Sehr starke Aktion. Am Ende schafft er extra nur so 50. Nein, dem geht es, glaube ich, finanziell gut. Aber starke Aktion, finde ich cool. Wir rufen jetzt live hier meinen Vater an. Ich frage ihn jetzt einfach mal, ob 1000 Liegestütze in einer Stunde möglich sind. Er geht immer dran. Das kann nicht sein. Da, mein. Der geht dran. Jo, Junge. Jo, alles klar? Ja, ja. Ganz eine kurze Frage habe ich an dich. Sage. Kannst du mir bis morgen 10.000 Euro leihen? Oh, shit, Dollar. Nein, Spaß. Andere Frage. Guck mal, ist es möglich, 1000 Klimmzüge zu machen in einer Stunde? Geht das? Aber mit Pause dazwischen? Was meinst du? Wie viel Stück? 1000 Stück in einer Stunde Klimmzüge. Aber du darfst Pause machen, so oft du willst. Geht das? Nein. Okay, alles klar. Ich rufe dich später nochmal an, ja? Ich muss hier, wir sind gerade am Diskutieren. Alles klar. Ciao. Ich denke mal, meine Prognose 400 bis 500. Also, es geht los in 5, 4, 3, 2, 1 und viel Spaß! Macht aber, der legt da schon gutes Tempo hin, aber er macht auch ordentlich Pause direkt. Nur 6 Stück. Der geht auf jeden Fall strategisch vor, definitiv. Der hat eine Strategie. Das kann es werden, gut. Ich versuche alle 20 Sekunden 4, 5 oder sogar 6 Reps rauszuballern. Das heißt, in 5 Sekunden geht's schon wieder los. Ja, bis deppert. 3. Geile Socken auf jeden Fall, Digga. 2, 1, los. Ja, moin, Freunde. 3, 4, 5, 6. So sieht das aus. Ich sollte jetzt vielleicht anfangen, ein bisschen weniger zu labern. Okay, seine Strategie ist, er macht immer 6 Stück und pausiert kurz. Und dann macht er, glaube ich, immer nur 5, immer nur 4. Aber mal gucken, ich bin wirklich gespannt. So, auf was ich hinaus will, weiß ich selbst noch nicht genau, wie viele Reps ich schaffen werde. Weiß ich selbst noch nicht genau. Ich mache jetzt einfach mal vor mich hin. Ja, eigentlich sind Liegestütze meine Spezial. Red nicht so viel, Bruder, mach. Aber scheiß drauf, 5, 4, 3, 2, 1 und los. Holy moly!
jetzt bei 65. Ich spule immer wieder vor, weil es ist ja langweilig, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit seine Klimmzüge. Immer wenn er was sagt, dann schauen wir uns das auf jeden Fall an. Ja, alles am Start. Booster, Elektrolyte, alles mit dabei. Natürlich bereits. Ich würde auf gar keinen Fall bei so einer Challenge einen Pump-Booster nehmen. Auf gar keinen Fall. Abgefüllt, ja, schön aufgetankt hier. An dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Und zwar, wenn ihr sparen wollt und mich dabei supporten wollt, dann besucht die Seite www.powerstage-germany.de. Dort findet ihr mit meinem Code William oder William10 den aktuell besten Rabatt auf alle Supplements. Vielen lieben Dank für den Support. Bleibt gesund, bleibt stabil. Heide. Ah, seht ihr, jetzt geht der in 5er Schritten vor. 4er Schritte. Boah, der hat schon 100 Stück und ist bei 53, also der hat 6,5 Minuten erstmal durch. Er ist flott unterwegs, aber die Performance sinkt ja, ne? Das ist ja klar. Boah, ob das eine gute Idee war, alle 20 Sekunden Raps rausballern? Ich denke nicht. Warum mache ich es trotzdem? Keine Ahnung. Ja, Griffkraft, ne, ist in dem Fall wirklich sehr, sehr von Bedeutung, aber ich kann da eh nicht mitreden, weil ich in Ziehübungen nicht so stark bin wie in Druckübungen. Ihr wisst, die mich kennen, Druckübungen bin ich verdammt stark, aber Ziehübungen bin ich leider sehr, sehr schwach unterwegs. Geht, Sakrament. Sei. Sakrament! Ist der Pump richtig real? Ich muss gerade lachen bei Sakrament. Toni, du weißt Bescheid. Toni, wenn du das siehst. Sakrament, um Gottes Willen. Oh. Weiter geht's. Oh. Zeit ist relativ. Ja, bist du deppert. Ey, 20 Sekunden Pause. Währenddessen mache ich ja schon Klimmzüge. Boah, wisst ihr, wie hart das ist, Alter? Ich mache die Challenge gar nicht. Sonst, wenn ich da so ein bisschen mithalten könnte, würde ich die machen. Aber das macht bei mir gar keinen Sinn. Ich würde vielleicht die 100 voll kriegen. Als ob ich noch nicht, schon motiviert genug wäre. Booster geht immer. Halt die Klappe, weiter geht's. Komm, Junge. Komm, Sascha, Junge. Sascha, Sascha. 200 hast du, komm, Junge. Aber der geht doch immer ein paar Schritte, ne? Bleibt doch, also ich würde vielleicht mich nicht bewegen, nicht gehen. Machen wir jetzt den Power Shot. Och, Sakrament. Power Shot. Let's go! Also, gerade gar nicht meine Musik, die hier im Hintergrund läuft. Ich werde gleich richtig verrückt, Alter. Ich brauche jetzt mal gleich was zum Runterkommen. Damit es mir gescheit pickt, kill ich schnell mal aus. Jetzt fängt er mit Kreide an und ein bisschen hier so Grip-Ding an, weil die Zuggriffkraft, oder wie man die nennt, die lässt langsam nach. Ne? Das ist. Kann ich mir vorstellen, wie schwer das ist. Aber ein Viertel ist rum und ein Drittel der Zeit ist rum. Mit 1000 schafft er auf keinen Fall, aber war mir vorher klar. Ich denke mal, wenn er 500 packt, ist das schon eine extrem brutale Leistung. Oh, immer Challenge wieder rauszuballern nach der schönen Weihnachtszeit. Super. Gute Massephase eingelegt mit Keksen, man kennt's. Ja. Aber no fucking excuses. Jetzt fängt's an. Die Blasen kommen. Oh! Die ersten zwei, drei Blasen. Krass, damit hätte ich im Leben nicht gerechnet, Alter. Krass. Guckt euch das mal an, das tut verdammt weh. Oh! Sind am Start. Ich mag das nicht, wenn er die Haut so. Ich hab das auch hier. Guckt es euch an, meine Hände sehen aus wie von einem Bauarbeiter. Ja, mit Baustelle habe ich gar nichts am Hut. Da kommt übrigens bald auch noch ein Video zu. Aber das ist, wenn das so aufgekratzt ist und das ist ja einfach nur Fleisch, das ist gar nicht cool. Und hier eine große Fahrt.
Who don't know what thirst is? I've had a taste of evil and tried to cure the sickness. But I just keep my head. Und jetzt zerstört. Also immer mit vier am Anfang sechs Raps, das war zu crazy. Jetzt das erste Mal, einmal kurz Pause nach einer halben Stunde, lasse ich einmal 20 Sekunden aus. Oh, dann geht's direkt weiter. Meine Hände, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber komplett zerstört. Sascha Huber, Junge, du bist eine Maschine, ohne Witz. Wir sind bei 50%. Aber jetzt gibt's keine Excuses mehr, Freunde. Das heißt, durchziehen. Boah, das tut am Ende so weh an den Handflächen. Die nächste Blase ist aufgerissen. Also jetzt geht's schon richtig heftig zur Sache. Das sieht gar nicht gut aus. Fuck! Da tut jede einzelne Bewegung verdammt weh und der ist bei 411, also stark, echt stark. Was habe ich gesagt? 400 bis 500 schafft er, ne, am Anfang, oder? Dafür bin ich da, also. Ich schicke jetzt mal meinem Vater ein Bild von dem und frag ihn, wie viel er schaffen würde. Wir sehen jetzt nicht nur die Eskalation, sondern auch den Schmerz. Das ist der Typ. Also Sascha Huber heißt der Papa. Wie viele Klimmzüge würde der schaffen in einer Stunde? Was denkst du? Was schafft er? Er hat eine Stunde Zeit. 1000 Stück will er schaffen. Wie viel schafft er? You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many. Also, ein muss ich sagen. Entweder ich mache irgendwas falsch, aber die Dinger, die habe ich von irgendwie von USA-Freunde. Keine Ahnung, wie die Dinger heißen, aber auf alle Fälle sind das extra so Handschuhe speziell für so Turnstangen. Aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwas mache ich falsch. Ohne Scheiß. Boah, das treibt ab, Alter. Jetzt, das wird. Der macht gleich, glaube ich, nur noch immer eine. Weil das einfach verdammt weht. Und stellt euch vor, ihr klammert euch um die Stange herum und zieht mit offener Hand. Also, wenn da offenes Fleisch ist. Das macht keinen Spaß. Fuck. Und auch die Tage darauf, der kann ja nichts anfassen, Alter. Wir sollten endlich mal Process was Richtiges raushauen hier. Sascha, zieh ihn regelt, Freunde. Wisst Bescheid. Kuss. Hungry, fucking fight. Drei Stück. Aufgerissen. Gibt's doch nicht. Also ich weiß ja. Scheiße. Oh, Sascha, Junge. Ach, Freunde. Was? Der redet noch dabei. Und der spielt noch Basketball. Yeah, Bane. Das ist irre. Er wusste sein. Oh, so, 500 hat der fast voll. Krass. Der ist auch, Alter, der Typ ist aus Stahl oder was? Spielt der auch noch hier hochhalten mit dem, was ist das, nicht Medizinball, wie heißen die Bälle hier, so ein Gymnastikball. Junge, mach deine Klimmzüge und pack die Bälle weg, da, was soll das denn? Sascha, Junge, Mensch. Kurva. Auf 500 hat er in 45 Minuten, das ist schon eine Leistung. Und zwischendurch super Sätze mit Basketball und hier. Gymnastikball. Komm, mach die Klimmzüge. Die 600 packt er auf jeden Fall. Gehe ich mal stark von aus. Wobei der jetzt sich schon wirklich schwer tut. Aber. Props an alle. Ah. Pack den Ball weg, deine Handfläche ist doch auf. Du hast mich natürlich hier extrem motiviert. Ist klar. Motiviert auch wieder dreifach. Immer schön, wenn man sowas verbinden kann. Ah. 600 und noch 3 Minuten. Also Sascha, Respekt geht raus. Das, was du gemacht hast, ist krank. Jetzt machen wir mal die Prognose. 625, sage ich. Komm. Verhältnis von über 99%. Vielen Dank einfach. Nummer 4 Millionen sind wir. Bis zu Depper. Boah. Ah. Es gibt eigentlich nichts Krasseres, als sich das so vorzustellen. Einfach eine Revolution gestartet vor ein paar Jahren. Ja, und ich höre nicht auf. Mein Ziel für 2022 ist klar definiert. Ich höre nicht auf, solange nicht Österreich, Deutschland und natürlich auch die Schweiz
top motiviert ist. Und damit meine ich jeden Einzelnen von uns. Aber finde ich cool, so Challenges finde ich geil, weil das polarisiert ja extremst. Und dass da viele junge Leute mitmachen. Ich habe es ja damals auch gemacht mit der Liegestütz-Challenge. Ich habe es auch gemacht. Es polarisiert, man will selbst wissen, wie viel ist machbar, ne? Wie viel schaffe ich. Das ist geil. Das natürlich komplett kostenlos. Ganz klar. Ganz klar kostenlos. Eine Minute. Die letzte fucking Minute ist angebrochen. Holy shit, was ist das? Ja, moin. Aber die 625 macht er nicht. Gut. Ich glaube, 620 wird das Ende sein. Nochmal drei hier. Und zwei. Drei. Macht er noch? Go. Ja. Ende. Boah. 622 Klimmzüge. Fuck. Dienstag, 4. Jänner. Ja, den werde ich mir ein Leben lang merken. Und der Pump ist auf alle Fälle richtig real. Meinst du, was das für ein Muskelkater gibt hier im Unterarm und im Lat und allein im Bizeps die nächsten Tage? Brutal. Desinfektionsmittel schadet nie wieder. Oh, fuck. Wenn ihr mal eine Wunde desinfiziert habt, offene Wunde, dann wisst ihr, wie das brennt, Alter. Wie beim Ahmed, meinem Friseur, wenn der hier mein Bart rasiert hat, da tut's auch weh. Oh, wir haben eine Nachricht von meinem Vater. 20 Sekunden. Soll ich dir sagen, der ist athletisch. Bestimmt macht er jetzt das oft. Ja, oder ist er jetzt irgendwie ein Ringer oder Athlet oder Akrobat oder keine Ahnung. Die schaffen viele, aber ich weiß es nicht. Das ist schwer zu sagen. Wie viele Pausen kann er machen? Der kann so oft pausieren, wie der möchte. Der hat eine Stunde Zeit. Der kann immer wieder pausieren. Der hat aber eine Stunde Zeit. Die Stoppuhr läuft. Sag mal irgendeine Zahl. Mal gucken, wer näher dran liegt. Mein Vater ist Experte, der ist Athlet, der ist Akrobat, der ist Ringer, der ist alles, aber geil. Und zu Hause wieder angekommen. Das war's. Das war's dann auch schon mit dem Video. Ich fand... ist cool, also wie gesagt, schon gerade meine, oh Junge, die Klicks sprechen für sich, das Video wurde vor 3 Tagen hochgeladen und hat bereits 306 und also knapp 400.000 Likes sage ich schon, Views, 40.000 Daumen rauf, also die Resonanz spricht für sich, extrem brutal dieses Format und er animiert, finde ich geil, er animiert richtig viele junge Leute zu solchen Challenges, finde ich geil, wie gesagt, mich hat er damals auch animiert. Coole Sache, wieso nicht? Da bleiben die Leute fit, setzen sich kleine Ziele, laden es hoch und es entsteht so eine kleine Community. Finde ich geil. Ich persönlich bin bei der Challenge raus, mein Lieber. Wenn du so eine Challenge machst, wie oft drückst du dein eigenes Körpergewicht oder irgendwie sowas in einer Stunde, da wäre ich dabei. Wenn ich wieder fit bin, natürlich, gib mir noch 2 Wochen, aber da bin ich raus. Und jetzt Endresultat. Mein Vater hat eine Zahl rausgehauen. Ich denke, dass er immer 1000 schafft. So, und an dieser Stelle beenden wir auch das Video. Papa, schöne Grüße, du wirst das Video sowieso sehen. Und ja, wie immer, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns in der nächsten Reaction. Ciao.